Es hat begonnen. Und damit willkommen zu einer kleinen Runde Diablo 3 zwischendurch, hier pünktlich zum Season-Start. Mein ganzer Clansamt-Start, die Allianz des Lichts. Link dazu mal kurz unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal euch das Ganze mal angucken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal kurz vorbeischauen. Wir nehmen jeden auf und ich bin nicht alleine. Mit dabei habe ich drei meiner Mitstreiter, hier einmal den Peter alias Barracuda, einmal den Jerry und unser Shari alias Mike. Hier immer ganz rechts im Bild. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass die Season startet und die müsste gleich losgehen. Wie heißt immer den Namen oder was? Ah, es geht los. Wunderbar. Reinkarnation annehmen. Den weg. Reinkarnation. Einstellung. Abenteuer. Qual 1. So. Wo mache ich das denn jetzt? Ah, ihr seid zwei Mönche, ja? Oder wie machen wir das? Ja, ja. Jetzt die noch? Moment, Helden. Zwei Mönche, ein Zauberer und ein Dämoniker. Wenn du unter Helden wechseln gehst, unten rechts kannst du ja reinkarnieren. Ah, da, ja genau, reinkarnieren, da steht's. Annehmen. So, Peter, so, du kriegst gleich den Bogen von meinem Begleiter. Der ist garantiert besser als deiner, weil ich ja keinen Bogen brauche, weil ich den nicht ausrüsten kann. Deshalb ist er normalerweise besser und zwar schon magisch. Server sind ausgelassen. Ja, das ist immer so. Der große Ansturm beginnt und dann sind erstmal Warteschlange. Aber ich glaube, die Asten, die jetzt gedrückt haben, die sind schon durch. Ah, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Ist sehr schön. Nicht zu fassen. Das ging ja schnell. So, gleich runter zum Gleiter. Der ist hier. Ich schmeiß dir mal kurz was raus. Inventar und Fertigkeiten. Nee, doch nicht magisch. Hat die hier das auch? Nee, auch nicht. Gut, dann nehme ich hier den Templer. Und, hast du rausgeschmissen? Bär und Schild. Nee, der ist nicht magisch. Ja, ja. So, dann gehe ich mal nach Akt 1. Hier, ich habe einen Akt 2 Bogen hier, so. Ach, und ganz wichtig ist das Goldpad ausrüsten. Goldpad? Welches Goldpad? Das Goldpad zum Aufsammeln von Gold. Könnt ihr gleich machen. Ach, hier kann man gleich die Quest annehmen. Was lehnst du denn ab? Wir müssen da rein. Also, abbrechen nochmal. Abbrechen. Wir gehen hier alle zusammen. Wir bleiben bis Level 70 alle zusammen. Okay, und das Goldpad müsst ihr mir noch sagen. So. Wir werden uns jetzt nur an den Begleiter, beziehungsweise an den... den hier. Ja, den hier. Aufpassen, dass die euch nicht zwischendurch umhauen. So, jetzt, ne? Stufe 2. Den nächsten Begleiter, oder wie? Ja, den nächsten hier. So, und jetzt sollte cool. Geil, der kann. Weil alleine ist der, vor allem zumindest auf dieser Stufe nichts. So, den ganzen Kram hier ausrüsten, falls hier noch jemand Handschuhe braucht. Ich habe hier noch welche. So, über. Jetzt meine Freundin, sorry, aber das geht schon. Unter F1 kannst du unter Gefährten. Bei der Sammlung unter Gefährten. Ich habe einen magischen Bogen. Ja, okay. Ich komme. So. Was für Gefährten soll ich ausrüsten? F1, Bogen jetzt Sammlung genau. Gefährten. Der sammelt dein Gold. Ja, genau. Den habe ich ja drin. Gut. Vorschlag, wir machen jetzt erst den Skelettkönig, der hat nämlich ein Bounty. Und dadurch kriegen wir die ersten gelben Items, die sind auch sehr wichtig, wenn wir da durch die Agonie, Hallen der Agonie gehen. Ja, wenn wir jetzt irgendwie eine Krone gleich kriegen und dann einen roten Edelstein reingeben können, das wäre geil. So, alle da? Wer ist denn noch nicht da? Mike, komm her. Mit. Nee. Die ersten sind bestimmt schon Level 70. Und schön in die Gegner reinstellen. Wenn wir hier eine Level-Explosion bekommen, macht das mehr Schaden, als wir im Moment machen. Ob den da kann, stoppen die nicht mit. So. Du hast schon was richtig.
Scharfrüstung was gibt. Da ist eine Elite, sehr schön. Hier schön reinstellen jetzt, dann bin ich krach. Also nach Möglichkeit nicht sterben. Da bin ich auch schon. Ja, das, bin jetzt nicht infolge der Schadens gestorben, sondern weil ich eine falsche Taste gedrückt habe. Mann, ey. Also ein bisschen einfrieren kann ich auch, aber die sind echt hart hier, ey. Die sind doch ein bisschen... Wer ist denn jetzt? Wir fehlen hier noch. Wir sind doch alle hier. Ja, ja, sind wir nicht. Der eine macht doch jetzt gerade ein Telefonat schon wieder. Ach so, deshalb sind wir hier. Jetzt sind wir hier am Schaden am Start. Ah, da hat's gekracht. Schnell ausrüsten, alle. Weiter geht's. Hast du Level 6? Ja, das ist ja. Best jetzt in die Mitte stellen, dass wir mit einer Level-Explosion möglichst alles wegklatschen. Ne? So weit reicht die Level-Explosion auch nicht. Ja, dann halt bläst zwischen zwei Türmen. Können wir vielleicht mal kurz die Bogenschützen hier fokussen? Weil die machen doch echt verdammt viel Damage. Mal den hier. Oh, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, mein Aua. Autsch. Da hat's mich wieder mal zerlegt. Jawohl. Für die Level-Explosion. Das dauert doch länger als gedacht. Der will nicht halt immer noch Level. Das sieht so bescheuert aus, wenn ein Magier mit dem Bogen so in die Luft haut und dann kommt so eine arkane Kugel da. Als Magier und Dämoniker hat man natürlich den Vorteil, dass man hier... Alle Waffen nehmen. Dass man... Nein, man hat einen AOE-Angriff. Und zwar einen ziemlich weitreichenden. Das Buch nicht nehmen, es gibt XP. Ja, und dadurch erhaltet ihr schneller einen Massaker-Bonus. Gilt der Massaker-Bonus echt für jeden Einzelnen? Also wenn du jetzt den angreifst, dann wird meiner nicht mehr weiter gestackt, ne? Doch, du kriegst den Stack, wenn du Damage an den entsprechenden Gegner machst. Aber ich krieg den Stack nicht, wenn ich die Gegner nicht gekillt krieg. Du bist gleich zum König, einer. Ja. Aus dieser Kiste kriegt man einfach sehr früh starke gelbe Items. Ja, ich hab glaube ich schon eine gelbe Hose oder so, die krieg ich gerade von Sultan Kul. Ach ja, ich wollte die. Und die hat schon neben okay, die Kunde, die Hose. Ansonsten bin ich echt schwach. Gleich einfrieren wollte ich überhaupt, ne? Ach, das hat ja nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Ja, logisch, Autsch. Ich belebe ihn mal kurz wieder. Ja, da wäre ich zu vorne. Ich hab's gleich komplett zerlegt, weil... Ja, ihr bleibt mal am besten hinten, ihr seid der Damage-Dealer. Hier, erst die Skelette wegbauen. Ja, eigentlich wollte ich den Skelettkönig einführen, hat aber gar nicht funktioniert. Ja, jetzt, ah, zack. Das kann ich nicht tun. Aus dem AOE-Angriff raus, sonst jetzt seid ihr sofort tot. Ja, ja, das weiß ich. Ich muss mich erholen. Also Mist, ich komme nicht direkt. Das kann ich nicht tun. Ich stand hier. Oh Scheiße. Nee, es auf. Kommt nicht weg. Ah, der ist vielleicht doch auf Qual 1 ein bisschen hart. Ja, ich versuche die mal jetzt hier wegzulocken, vielleicht kann ich ja jemanden. Ja, nach und nach alle wiederbeleben. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu offensiv reingegangen.
Lange so eine Zeit. Ja, ja, es war nix. Alle am letzten Speicherpunkt. Soll ich vielleicht doch eine Stufe runterstellen? Ja, ja. Machen wir. Da ist es dann doch ein bisschen angenehmer. Wir merken, wenn das denn einfacher geht, stoßen dann können wir, wenn ihre Pflicht getan ist. So. Ich dachte nämlich, das klappt ganz zu Anfang mit dem Einfrieren, aber war nicht. Raus. Mach dir mal die Skelette, ich kann den Leorik hier mal ein bisschen beschäftigen. Ja, ja. Wenn er die kurz bevor er die Skelette bis dort einfriert, dann wird er. Oder blenden. Ich kann die ja auch, kann ihn ja auch genau wechseln. Ja. Ah, der geht vor. Er ist ganz praktisch, finde ich, dass man die Fähigkeit ganz zu Anfang kriegt. Ich gehe immer auf den Muni. Ja, ich hab aber. Ach, das kann man nicht blitzen. Wenn er zu mir kommt, kriegt er sofort die Stacheln und bleibt erstmal stehen. So, ihr könnt euch um die Skelette kümmern. Let's say I would come every month, I would be at least a weekend, for example. At least a weekend, right? I mean at least, even more, even normally two weekends. And these two weekends would cost maybe 200 euro to stay somewhere in a hotel. So why should I spend 200 euro in a hotel if I could stay with you and give you the money? Mike, wir hören gerade dein Telefonat mit. Oh. Ja, das passiert schon mal, wenn man dann vergisst, sein Mikrofon zu muten und dann mit seiner Freundin aus Rom telefoniert. Ja, es sind ganze Skelette, die der hier ruft. So. Und raus. Können wir kurz die Skelette fokussen? Ja, ja, mach. Die sind tatsächlich am nervigsten. In this way, of course, and I accept it. Achtung, nicht mute. Sure. Mike, auf welcher Taste hast du deine Mute-Funktion liegen? Heißt, dass du defekt. Thank you.
Lass das, du Miststück. Ja, wenn ich sehe, wo er gerade hin will, wo er so hinteleportiert, dann kann ich, wenn ich da kurz vorher einfriere, dann haut er da an der Stelle nicht zu. Du kannst ihn auch einfrieren, wenn er anfängt, sich zu teleportieren. Ja, weißt du, an dem Ort, wo ich ihn nicht verbinde, wenn er da einfriert, dann wird er schon, bevor er da ist, eingefroren. Das Ganze wird besser, sobald Peter sein Schnellfeuer hat. Ja, so, ich hab's mir wieder umgelegt. Locken wir ihn erstmal weg, ne? Au! Da bin ich jetzt gestorben. So, ich versuch mal, das hier wegzulocken. Ja, ich mach gerade das Split. Da kommt noch mehr. Jawohl. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Jetzt ist er bei mir. Dieses ständige durch die Gegend porten. Ja, aber so kriegen wenigstens alle ein bisschen was ab und nicht jeder alles. Ja, es nervt nur, dann kriegt man den immer so schlecht zu packen. Wäre schön, wenn der genau da jetzt stehen bleiben würde und stirbt. Das wäre eine schöne Ausgangsstartposition. Ja, so, jetzt haben wir's. Also ich habe jetzt eine gelbe Armbrust bekommen. Arm, Schienen, Kopf, Brust. Ich habe hier noch einen schönen Brust und eine Handarmbrust. Alles schön rausschmeißen, was man nicht braucht. Und ein paar Schuhe, die kann ich auch gebrauchen. Nimm mal lieber die Handarmbrust, Peter. Oh, ich hab einen Zauberstab. Ja, dann nehmen wir die. Guck mal, könnt ihr haben. So. Richtig schönes Zeug halt hier. Bedient mich. Ein Gürtel. Das ist schön. Oh, das ist gut hier. Das ist gut, ja. Hier ist eine Mütze mit Magie. Oh, Magie ist gut. Handschuhe habe ich. Ah, oh, das ist gut. Also jetzt bin ich schon mal richtig gut equipped. Was ist das hier für eins? Mehr Zähigkeit. Ja, das nehme ich mal. Ja, jetzt fehlt mir nur noch Schultern, Regen und Amulett. Ich nehme den Rest hier einfach mal mit. Ja, kannst du immer verkaufen oder so. Ich muss zurückkehren. So. Jetzt würde ich sagen, können wir mal in die Hallen der Agonie gehen. Hier übrigens der Brief von Mira, den könnt ihr mal aufnehmen. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gibt noch ein paar XP. Bedeutet mir mehr, wir können noch mal in das Haus reingehen. Aber das ändert nichts daran. Da sind nämlich auch noch Briefe drin. Oder? Ja, nee, es sind zwei Bücher, ja. Ja, okay. Einmal Triss. Also das hälte ich immer so sehr intelligent, wenn mal rein. Ja, es ist so ein kleiner Schub, siehst du? Ja. Da habe ich schon mal bereits im Viertel Level voll. Der Tat hat uns für immer verlassen. Ich erinnere mich an die wundervolle Zeit, die wir zusammen haben. So, jetzt teleportieren wir uns einfach hinter dir hinterher. In der Agonie Ebene 2 gehen wir mal. Ja, einfach hinterher. Hier ist auch gleich ein Lesepult, sehr schön. Ja, hat mir gar nicht aufgefallen. Warte. Ich bin jetzt gleich hoch da. Alles nur Geschichten waren. Onkel Deckard hat für diese Geschichten sein Leben. Also viele Zombies, ja. Das ist relativ einfache Gegner. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Ah, ich mach jetzt richtig dicke Damage. Also, die fliegen aber nur noch um hier. Können wir eigentlich schon wieder auf Wahl machen. Jetzt, wo wir equipped sind. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts. Hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Mal
kurz meine Fähigkeiten. Das ist ein Liter, achso. Neu rausrüsten. Warum haben die so eine komische Ketten da? Und sind nicht, sie werden jetzt wegrasiert. Nehmt auch immer diese Folterwerkzeuge mit, da sind noch ein paar Mats drin. Ja, mache ich gut Flächenschaden. Könnt ihr so drüber, so viel Schaden macht das nicht. Oh, gut. Ich hab jetzt Druckwelle, das ist gut. Fahr's noch ein, nimm mal mit. Wir können eigentlich gleich weiter nach oben gehen. Warum haben die Viecher hier eigentlich so eine Ketten? Ketten? Welche Ketten? Na, die haben so lila Ketten zwischendurch. Ach, das macht wahrscheinlich Peter. Gobby. Noch ein Sammler. Nice. Versucht mal nicht die Tür einzuhauen. Dann können wir den hier so ein bisschen halten. Okay, ja. Hat sich erledigt mit der Tür. Ah, achso, kriegen wir. Aber den kriegen wir eingefroren, das ist ganz gut, da haut er nicht so schnell ab. Versuche ich da die Mobs von hinten wegzuhalten. Brauchst du nicht mehr. Ich hab ein legendäres Rezept bekommen. Ja, kriegen wir alle erstmal. Hier gibt es erstmal ein paar hüpfende Mobs. Noch nicht fertig. Ich hole schon mal mehr ran, dass wir einen Massaker-Bonus gut zusammenkriegen. Naja, das ist auch wichtig, den Massaker-Bonus. Ich hab jetzt 19, bin ich schon. Gerade durch die Druckwelle, die sind schlecht geschlagen. Kriege ich richtig gut einen zusammen. Das sind schon die ersten Level 10, das geht auch gut ab. Aber Level 10 würde ich jetzt sagen, machen wir ganz kurz einen Clip. Also. Deswegen Talent und so. Ja, wir wollten ja sowieso dann das Dings hier machen, ne? Achso, ja, Level 10, ja, super. Ja. Räumen wir hier noch kurz den Rest weg, dann kommen wir kurz in die Stadt. So, in die Stadt, dann raus. Alle Spiel verlassen und dann können wir hier mal... Ja, gleich Blockball, Quallstufe stellst du dann eh nicht ein, beim Portal. Nein, das brauchen wir ja nicht. Wiesenreise Etappe 1, was heißt denn das? Das ist halt die Quest, wo du das Gratis-Set bekommst. Komm mal erstmal raus aus dem Spiel. Ach so. Bin ich. Ich nicht. So, jetzt gehe ich raus, weil ich habe jetzt schnell meine Eigenschaften verbessert. Mhm. Sollte man immer zwischendurch mal machen. Herausforderungsportal, ja. Spiel starten. Ja, zu viert mäht man doch alles über, also ist doch kein Problem. Doch meine Feinde werden nie stärker. So. Dann kannst du immer schön einfach hier mit wie heißt es? Ich habe mir das vorhin mal angeguckt, deshalb weiß ich, wo die Elite-Gegner sind. Das ist gut, das ist immer dieselbe. Ja, es ist komplett derselbe Aufbau. Ich bin down. Wieso bin ich denn down? Geht dir mal vor, ich sammle das hier hinten noch ein. Lass die Gegner links liegen. Wir müssen einfach nur den Elite-Gegnern folgen.
rein angrabbeln. Ne, ja, das haben wir nicht. Nein, nein. Sonst würdest du ja schon Elite sehen. Ey, was hast du für viele Viecher hier, ey? Ja, gar nicht klar. So, der nächste Elite ist hier. Wir könnten hier schnell bewegen. Ja, mit Geistwandler. Geistwandler, die erste Fähigkeit in deiner Leiste. Okay. Ah, okay. Ja, ich bin echt richtig nudig, was im nächsten Dockfleisch noch nie spielt. Das geht für mich aber genauso. Lukas hat mir das ein bisschen erklärt, das reicht. Geistwandler und dann Lukas einfach vorne. Ah, Elite! Jo, hier. Nächster. Und wenn euch die Mobs, deine und die Kolosse nicht die richtigen Gegner eingreifen, dann beschwört die einfach neu. Die kommen dann an der gewünschten Position raus. Und weiter. Warum hat man hier? Man hat doch bestimmt 50, 60 Viecher hier im Klepper, oder? Sie ist so oben in der Leiste. Du hast 3 Kolosse, 8 Fetische und 15 Opportunisten. Aber was ist bitte, wenn man hier, man gibt doch so einen Gürtel, wo man pro Vieh, was man mitnimmt, 9% weniger Schaden bekommt. Das ist ein dämoniger Gürtel. Der zählt aber auch für Hexendoktor. Geht das? Wusste ich gar nicht. Klar. Das ist ja das. Also es geht für alle Klassen. Halt ja ausgeübt, aber ich weiß nicht. Ja, der. Kommt, wir müssen mal ein bisschen reinhauen hier. Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall richtig dicke vor. Und weiter. Hier oben ist nämlich der nächste. Hier irgendwer Leos Krone. Die sind ja schon weit. Ach, der. Davon nicht abbringen lassen. Das sind hier die Vollprofis und wir spielen bitte ganz entspannt. Wir sind ja, hier casual genau. Unterwegs. Ja, das ist auch Bemer. Schaffen wir dicke Mobs, die sind richtig dicke Mobs. Aber dass man hier echt in 2 Minuten dass hier so durchrennen muss, ist jetzt schon toll, finde ich. So, muss die ändern. Der letzte zieht den Schrein. Eine perfekte Attacke. Hier sind die nächsten. Ah, da kommt schon der Bossi. Da sind so viele Möppels, die. So. So, dann können wir wieder raus. Gehen wir wieder zurück in unsere alten Einstellungen. Boah, jetzt hatte ich einen kleinen Hustenanfall, du. Das Spiel verlassen, ja? Ja. So, dann stelle ich den ganzen Kram mal zurück. Jetzt müssten Sie unter den Nachrichten eine unten rechts bei einer Kiste bekommen haben. Ja, richtig. Ist zu meiner Gruppe gestoßen. Nee. Oh. Wieso nee? Hast du das schon vorher gemacht? Nee. In dieser Woche? Nee. In welcher Kiste muss das sein? Du hast unten rechts auf deinem Bildschirm hast du ein Chatfenster und daneben müssen Nachrichten stehen. So ein kleiner Brief. Nö. Hast du das Herausforderungsportal schon gemacht? Nein. Das kann ja nicht. Jetzt kommt die Nachricht. Also warum kommt die jetzt erst? Keine Ahnung. Okay. So. Naja, aber immerhin später. Ne? Wir haben 475 Blutsplitter, bedeutet also. Wir wechseln erstmal auf Neutristram, da sind die Laufwege kürzer. Wollen wir nicht erstmal ein paar Waffen gucken für Blutsplitter? Ja. Bei Kadala? Ja, klar, machen wir doch. Und ich gucke hier nochmal beim Händler, vielleicht hat der was Schönes, aber da ist auch nichts, was ich mir leisten kann. Ich hab aber echt.
So, dann fangen wir an mit Portalen. Ich kann ja schon mal eins aufmachen, die kommt da dazu. Warum kriege ich eine 13er Kugel? Dann wir erstmal reichen. Also ich habe einen braunen Bogen gekriegt. Einen braun? Ja. Und der hat einen schweißbar raus. Okay, der macht, den kannst du aber erst ab Level 16 nutzen. Ja, das verstehe ich sehr schon. Ich habe eine legendäre Quelle bekommen. Na gut. Okay, ihr seid schon drin? Lukas, du bist schon dran? Jo, ich komme jetzt gerade dazu. So, bin auch drin. Ja. So. Ah, können wir die Geister erstmal wegmachen hier? Es haut ihn echt einmal aus dem Geister gestern einfach. Ich brauche Heilung. Das kann ich nicht tun. Ah, die zweite Fähigkeit, die man als Zauber bekommt, ist echt nicht ganz anders. Was soll ich da jetzt sagen? Was hast du gekriegt? Ich krieg nur diesen Lichtblitz. Und der hat noch zu hohe Abklingzeiten, als dass ich den irgendwie sinnvoll einsetzen kann hier. Ja, ich hab so einen komischen Blutbälle, gar nicht. Hier, zack. Ja, der macht halt AOE-Damage. Nee, gar nicht. Der kommt ja nicht mal damit. Das ist halt das Komische daran. Aber mein magisches Geschoss macht jetzt nicht richtige Damage. Die sind meistens ich guck schon mal hier, hier kann ich den Elite mal anhauen. Dass der kommt. Der ist schon echt gut von weitem noch. Der da. Ich bin übrigens kein Gegner. Der hat leider elektrisierend. Das heißt, der für jeden Treffer, den wir den verpassen, gibt er uns was zurück. Nicht möglich. Aber ich hab den echt gut ohne Glück. Nicht genug Geisteskraft. Boah, ey, die blöden Elektrizierungen sind lieber. Eigentlich bin ich gar nicht. Ich brauche Geisteskraft. Mein Wille ist schwach. Länger habt ihr nicht den dicken Zombie? Ich muss noch ein wenig länger warten. Ich werde zurück. Komm mal mit dem hier hoch. Da haben wir hier überall noch einen Fleck. Da können wir als Monks ein bisschen was an Damage von euch fernhalten. Ich muss mich erholen. Ja, wenn ich mit meiner Diamantrüstung gerade dastehe, dann ist alles gut. Aber die hält nicht lange. Autsch. Der schlägt nach unten, wenn ich an der Seite von ihm stehe und ich krieg trotzdem Schaden. Ich habe nicht genug Geistes. Ja, jetzt kommt gut Damage raus. Oh ja. Level 12, immerhin etwas. Mich auch noch lange nicht, wie bist du bis Level 12 gekommen? Ja, ich glaube, ich habe ein, zwei Gegenstände, die plus Erfahrung geben. Ah. Ja, Barracuda hat ihn gelegt. Ich habe hier einen Umhang für einen Dämoniker. Habe ich mal rausgeschmissen. Ja, danke. So, ich wechsle mal auf meine Woge des Lichts und lebende Woge.
Ich zieh schon mal den nächsten. Modem des Himmels. Sehr schön, jetzt kann ich auch ein bisschen heilen. Das ist gut, ja. Modem des Himmels ist nicht gut. Das brauchen wir eigentlich nie kaputt machen, lass das mal. Schrein der Macht. Ich gehe mal kurz vor und hole ein paar Mobs und vielleicht sogar eine Elite. Noch nicht aktivieren den Schrein. Hier ist eine Elite, sehr schön. Dann zieh mal her. Dann können wir den Schrein aktivieren für den Schreiber. Oh. Nicht genug, ich muss mich erholen. Ja, hab ich jetzt hier zerlegt. Direkt. Das hier ist halt nur ein Diener, aber den können wir jetzt auch schon mal ausschalten. Ich habe noch ein bisschen Ruhe. Ja, gerade die Kante. Also ist jetzt so ein... Mach mal erst die Kleinen hier weg. Ja, die ging ein hier. Aber auf alles, was ich schieße, hat ja weniger Damage Output, weil wird ja verlangsamt. Da hinten ist eine Agilite mit geschmolzen, das wird auch noch schön. Habe ich das Gefühl, meine Glocke macht null Schaden. Es gibt aber so ein Item, wo du richtige Damage drauf kriegst für die Glocke. Ja, die kriegst du aber jetzt noch nicht. Ja, weißt du nicht. Komm rein. Guck noch. Ich krieg gleich richtig dicke Eis, hier Kälteschaden dazu, wenn ich Level 13 bin. Ich hab nämlich ein legendäres Kälteartefakt. Oh, schön. Hexendoktor spielt keiner, ne? Zumindest jetzt nicht keine zu Anfang. Ich hab einen Hexendoktor und hab ihn bekommen. Ich bin gespannt. Shari, nimm auch mal die heilende Vogel rein, Odem des Himmels. Da kannst du auch noch mal ein bisschen als Healer da dienen. Hilfe. Ich hab etwas. Ich brauche Geisteskraft. Ja, geschmolzen ist noch. Warte mal, die können wir hier hinziehen. Dann werden die zusätzlich noch gegrillt. Ihr könnt so ein bisschen hier um diese dämonische Schmiede rumhüpfen. Da können wir das so ein bisschen. Das rumhüpfen und nicht reinhüpfen. Ich muss mich da vielleicht ein bisschen deutlicher fassen. Ihr merkt ja immer, wann die losgeht und dann eben schnell raus, dann kriegen nämlich auch die Möppels hier Schaden. So, der Explosion sollten wir raus. Ja. Raus, alle raus. Einen Helm bekommen. Das ist jawohl. Ein Level eigentlich. Schade. Wir müssen gleich übrigens nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke nur mal hier, was hier ist. Und bring so ein bisschen Ärger mit. Oh,
Kapitel und begegne ich dir. Ah, Stufe 13. Was? Du sollst dich vielleicht nicht unbedingt da mitten reinstellen. Das ist sehr ungesund. Ich finde eine von. Jawohl. So, hier, wenn. So, jetzt gibt's. Level 16 ist das scheinbar bekannt. So, Level 16. Ich meine, nur die Leorik's Krone ist die am frühesten verfügbare Legend. Ja. Ja. Aber ich habe trotzdem ein paar Gegenstände, die dir richtig weiterhelfen. Aber jetzt bestimmt das dreifache an Schaden erstmal. Das ist geil. Oh ja, das klappt. Weil die ganze Zeit jetzt nur noch 250 waren. Ihr könnt übrigens vielleicht mal mitkommen, weil ich habe hier gerade ganz schön Ärger am Hals. Ja, ja. Nee, das klappt schon richtig gut. Ah, ich habe gerade Arkanenkraft gefangen. So Jungs, danke. Jetzt bin ich bei euch. Telefonat beendet. Ja, erstmal. Sie macht jetzt eine Lesson. Sie ist Opernsängerin. Oh. Also ganz was da Feines. Da kenne ich überhaupt welche. Ja, ist aber nicht einfach in Italien. In Italien? Sie lebt in Rom. Sie ist Italienerin. Rom ist eine schöne Stadt. Nee, ja, ja. Aber fahr mal da Auto. Ja, das ist aber auch witzig, ne? Also ich kenne jemanden, der ist ein guter Freund von meinem Familie. Der war mal auch mal in Rom und der ist auch Opernsänger. Und der kann aber nicht deine Freundin sein, sondern lebt jetzt in Deutschland. Das wüsste ich, wenn ich in den Mann verliebt wäre. Ja, kann ja sein. Ja klar, kann sein. Du, hab nichts dagegen, aber nicht meine. Oh, ich hab ein Zweihandschwert gefunden. Das war knapp. Ja, ich hab auch einen. Da guck ich doch gleich mal nach. Oh, so, ja, du hast mir irgendwas gesagt, was ich reinnehmen soll zum Heilen, gell? Odem des Himmels. Odem des Himmels, weil ich habe jetzt noch gar nichts gemacht in dieser Richtung. Odem des Himmels. Also Schaden habe ich jetzt auch genug für Qual 1. Aber nicht die Zähigkeit. Ja, ich kann ja erstmal meine Frostbogen machen. Da bin ich ja kurz erstmal gut. Oder ich nehme meine Diamanthaut rein, dann habe ich auf jeden Fall Fähigkeit. Die man bei Elite weg. Oh, ich habe explodierende Hand. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Ich habe trotzdem Menschen gespielt, aber explodierende Hand habe ich noch nie verstanden. Du belegst damit Gegner. Und wenn die sterben, vor allem beim Ulianas Bild ist das essentiell. Dann löst das eine Explosion aus. Und das ist die Explosion, die alles andere killt. Das ist gut. Deine Kettenreaktion. Oh, das sieht nicht schlecht aus für mich. Da kam ich nicht mehr weg. Oh, jetzt. Ich habe den Fehler gemacht und meinen Dash weggelegt. Also im Moment habe ich meine explodierende Hand noch so, dass die den eingehenden Schaden von den Mobs erhöht. Ich fand schon gut. Kriegt einfach mal den Ball eine auf die Fresse. Ja, wenn man mehreren Leuten hier rangeht, dann werden die auch oft gestunt. Echt auch. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Auch schon wieder auf Level 14, ja? Ich war erst auf Level 13. Du rennst in 6. Ich hab Implosion, ich hab zusammenziehen. Jetzt kann ich hier wirklich als Supporter fungieren. Das ist so, ey. Jetzt siehst du's. Oha! Ja, das ist, wenn ihr die mit der explodierenden Hand trefft. Ja. In dem Moment, in dem einer markiert ist und der den macht wieder Platz. Ja.
Ja. Jetzt geht's richtig los. Das ist echt gut. Ich hab richtig die AOE. Du ziehst die alle zusammen. Das ist Hammer, gell. Zombies gerade alle weggeflogen. Ich liebe das. Ich hab Zyklonschlag jetzt. Weil du ja auch, ja? Ja. Vielleicht sollten wir uns abstimmen. Einer macht nur die Hand, einer den Zyklonschlag. Ja, dann mach ich den Zyklonschlag. Okay, dann hau ich die Hand rein. Wir müssen nach hier hin. Lass mal den einzelnen stehen. Ich hab jetzt die Eisrüstung freigeschaltet, da ich so auf viel mehr Fähigkeit. Dann sag ich schon. Vielleicht ist dreifach an Fähigkeit. Ah, das geht echt gut ab in den letzten Wochen. Mal guck, ich hab die jetzt zusammengezogen. Hier haben wir in der Mitte rein und dann können wir hier schön rein. Ja, die ziehe ich zusammen. Ja. Bam, alle weg. Ja, los, wenn wir alle gleichzeitig draufballern und mit einer schönen AOE schaden. Ich werde anderen weggeknallt. Ist das irgendwie so ein Schubser oder was? Ja, ja. Der braucht die Hand und da kommt der Damage. Sehr schön. Oh, Legendary! Oh, nice! Oh, da freu ich mich wirklich schon mit einzusammeln. Oh, Legendary Armschienen. Wenn das jetzt nimmt. Nee, sind die Armschienen vom Schild, mit dem Schild. Oh, die haben aber richtige Werte. Ich geh mal ganz kurz in die Stadt zum Reparieren, weil ich bin vollkommen gelb. Ich bin gelb. Das schon eine ganze Zeit. Ich habe meine erste Hose. Ich habe bislang keine Hose an. So gut. So, ich bin da. Steht noch einer von uns? Im Gang? Ja, ich mach gerade meine Fähigkeit. Ich muss noch ein wenig länger machen. Ich kann jetzt mit meiner Druckwelle doch was machen. Aua, Eis! Kann jetzt Geschosse zurückschießen. Und mein Poststrahl kann jetzt Gegner einfrieren. Wenn jetzt irgendwie irgendwas Dickes losschießt. Komm mal aus der Tür raus. Komm ich nicht. Jetzt bin ich draußen. Und ich habe jetzt einen Kettensitz. Ich habe nicht genug Geisteskraft. So. Oh, oh, oh. Ja, ich sag ja Eis. Eis ist gemein. Ja. Hab nochmal ich Eis. Auch Eis. Jetzt haut die Druckwelle wenigstens nicht zurück. Ich muss mich erholen, ich nicht tun. Au. Eingefroren werden ist Kacke. Bitte. Nasenkreis. Ja, so. Aber sag mal, es wäre mir nicht schneller, wenn wir nicht mal einspielen. Ah ne, wir spielen sowieso nur Meister, okay, ich sehe es. Okay. Aber hier sterben wir immerhin nicht so häufig. Ja. Daher nicht mal ein. Okay, Speicherplatz ist ja nicht so weit weg. Machen wir erstmal die hier weg, diese kleinen. Ich bin gerade an so einem kleinen. Ja, ich hab den auf der Krücke hier. Ja. Ich hab so ein kleines Gedeck. Das geht gar nicht. Ein Rumpfschlag, der ist richtig cool. Oh! Jetzt mit dem, mit einer normalen Attacke kann ich es auch einfrieren, aber die noch 14 wahrscheinlich. Ihr verlangt das Unmögliche.
Das wird mich töten, Mann. Ja. Danke. Hier hinten war übrigens eine Kiste. Wo war eine Kiste? Ja, zwei blaue Items, muss ich mal hin. Oh ja, ja, aber irgendwie gar nichts. Er hat sich rausgehört irgendwie. Hat wahrscheinlich dein Goldbett schon eingesackt. Ja, Gold ist rausgehört, ja. Gott. Gelbes und ein Kristall. Wenn hat hier auch wirklich irgendein Kristall für Magier ungefähr. Hier ist ein Waffen. Ja, die weißen Sachen auch. Ja. Ich habe eine Waffe, eine Zweihandwaffe, die 25 Schaden hat. Ich weiß nicht, wie hoch ihr seid. Ich bin momentan beim Schaden bin ich bei 78,9. So. Ich warte, bis meine 16er Waffe freigeschaltet ist. Die ist ja gleich freigeschaltet. Ja, ich hab ja auch eine 16er. Eine 16er Kugel habe ich. Was meint ihr denn? Diese Eiskugel, da wo der Damage nochmal richtig hoch geht. Ich habe Kardala mir eine braune Waffe geholt, die ist aber erst ab 16 freigeschaltet. Gib die mir, ich bin 16. Nee, kannst du nicht. Du bist schon 16, ja? Ja. Nee, ist auch nicht da. Hier bei uns sind die Nähe noch nicht aus dem Blutgefäck. Ich mache das jetzt auch so, dass ich Gegenstände erst austausche, wenn ich tatsächlich plus Erfahrung Gegenstände finde. Warum kann ich kann die Hose nicht einsammeln? Ihr seid aber echt schnell jetzt beim Durchwaden. So muss das. Ich bin Level 16. Wir hätten eine 20% Chance, das ist geil. Jetzt kommt die Frostnova aus Gegnern, die sterben raus. Genau, habt ihr gesehen? Wenn ich Gegner umlege mit einem Froststrahl, dann macht er eine Frostnova. Ich muss mal kurz gucken. Ah, hier. Hier kommen jetzt Geister. Und nicht zu knapp. Ja. Jetzt mehr Erfahrung, weil ich Leonix Siegelring habe. Bekommen alle mehr Erfahrung oder was? Ja, ja, alle. Hier den gelben, hä? Oh, der hinten. Nee, die kleinen. Schwein. Die kleinen kriegen von mir die explodierende Hand. Jetzt ist ein Kanalisator. Mal sehen, was mein Bogen kann. Wenn wir den brauchen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Der wird sich jetzt verabschieden hier, der Gelbe. Ja, ich tue mal fast. Oh. Da oben ist ein Kanalisieren-Schrein. Ja, hab ich schon gehört. Hört ihr mich? Ja, ja. Gut, ja, weil ich das gerade eben schon zweimal gesagt habe, deswegen hat keiner reagiert. Ah, Kanalisieren-Schrein ist cool, da kann ich eigentlich dauerhaft Boss nochmal durch. Da ist ein Boss. Nochmal. Da ist noch ein Boss, Gelbe. Den hab ich gerade angehauen. Wir haben gerade Portalwechsel. Ist er das nicht stärker? Ach so, oh, scheiße. Total wäre ich der Umboss. Komm mal hier auf die Kreuzung. Also lange ist jetzt kann ich nicht mehr darauf raus. Kanalisieren ist jetzt aus. Du siehst gerade richtig scheiße aus. Oh, ich bin down. Ey, da hätte ich auch nicht gedacht, dass es gerade extrem runtergegangen ist. Einmal. Ja, das sind diese hässlichen Viecher hier, diese sechs. Wir hatten jetzt hier die blöden Viecher hier. Diese komischen Speerwerfer. Okay.
Hier ist noch ein Speerwerfer. Bin ich mal gespannt, was es das jetzt gibt. Wie viele Level? Ja, noch nicht viel wahrscheinlich. Wie viel Level? 17. Ich bin 16,8. Meint jetzt das Abgeben oben. Ups, ich bin Blutspieler voll. Ich auch gleich. Also ich muss da nochmal runter. Ich lieg mal ein, zwei Fassen hin. Was empfehlt ihr mir denn jetzt blutspielertechnisch? Was soll ich, Am besten Ring und Amulett. Die findet man erst recht spät. Und die geben einen enormen Damage-Boost. Ja. Ich hau erstmal alles weg, was ich bisher habe. Und warte mal, hier müsste das sein. Ich habe sie aus allen Teilen der Welt zusammengetragen. Ihr verlangt das Unmögliche. So. Oh, legendäre Schultern! Oh, da geht's auch. So, ich werfe jetzt mal meine Waffe hier, die ich nehme ja nicht an, dass jemand von euch braucht, aber für den Fall, dass... Ich guck mal im versteckten Lager. Waffe kann ich gut gebrauchen, Waffe reicht nichts Gutes. Nach ein paar... Ja, dann guck mal, ob's... Und dann hier ein paar gelbe... die ich nicht mehr brauche, vielleicht vom Schmied. Ach so. Oh, ihr habt ich habe hier einen Ring mit 3 bis 6 Schaden. Oh Leute, ihr habt zugemacht. Ich habe doch gesagt, nicht zumachen. Unten liegen noch meine Splitter. Wie viele waren das denn? So viele dürfen das eigentlich nicht gewesen sein. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, wie viel. Ist egal. Okay, also auf jeden Fall. Ringe und Schmuck habt ihr gesagt. Ring, mach ich mal. So, und als nächstes sollten wir hier vielleicht mal eine Bounty-Runde starten. Ja, für die ganzen Items, ja. Was soll man sich jetzt hier nochmal holen? Ringe, Amulett. Nein, da bin ich ja durch. Was wo? Beim Schmied. Eine Waffe irgendwo. Beim Schmied im Moment nix. Erst mit Stufe 42. Ja, trotzdem. Ich habe hier gar nichts. Ich bin eine richtige Popelwaffe hier. Erstmal Schultern. Braucht jemand einen Intelligenzring, einen gelben? Ja, ich hab gar keinen Ring. Gürtel. Ja, bitteschön. Ach ne, geht ja nicht, Kadala. Oh Mann. Doch, das geht. Ist blöd. Geht, ist ne. Gelb kannst du doch tauschen, oder? Doch, nee. Doch, gelb kannst du tauschen. Geht nicht, ist nicht Account gelb gebunden. Gelb kannst du tauschen. Gelb ja, liegt vor Kadala, ein gelber Intelligenzring. Nee, geht gar nicht. Ah, ich bin dann anstatt, hä? Warte, dann hol ich ihn hoch. Mal zu euch. Ja, das bin ich selbst. Ah, dann liegt auch dort, wo ich war, im Akt 3, da liegt meine Waffe. Diese legendäre Waffe. Ja. Ich geh noch hin. Was ist das für einer? Ah, der bringt mir nichts. Ah, das ist gut. Ringen ist immer gut. Intelligenz, das ist super gut.